Hey Leute und willkommen zu diesem Video, zu diesem Special-Video muss man sagen. Ich und der Flo waren zusammen bei TML Studios in Erfurt und wir haben da ein Interview gemacht und dann wurde uns noch ganz, ganz viel gezeigt, was ich eigentlich in einem Video bringen wollte. Ich habe es jetzt aber in zwei Teile geteilt. Jetzt und hier seht ihr das Interview und um 16.30 Uhr kommt dann der restliche Teil. Ich würde sagen, viel Spaß. Ich habe auch ein paar Sachen rausgecuttet. Ich muss das echt kurz halten. Let's go! So Leute, jetzt sitzen wir hier zusammen mit Jill, der Mitarbeiter von TML Studios. Wir werden jetzt ein paar Fragen stellen. Ich habe mir nämlich ein paar Fragen überlegt und wir haben auch die ein oder andere Frage von euch. Die konntet ihr mir bei Instagram zuschicken. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Okay, die erste Frage ist natürlich die Standardfrage. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, überhaupt solche Spiele zu entwickeln? Angefangen hat das alles damals, dass Tom die mithilfe der Modding-Tools für den Train-Sim von Microsoft, also der Microsoft Train Simulator, dafür hatte die ersten Mods erstellt. Das ist ein UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrhein. Die Zugstrecke dort hat er damals gebaut. Das war damals eine der längsten Strecken, die damals damit gebaut worden sind. Mit der ersten Firma, die er gegründet hat, also auf der quasi TML Studios beruht, ist die U-Bahn gewesen in Berlin. Und das war überhaupt die allererste U-Bahn, die mit dem Train Sim gemacht worden ist von Microsoft. Und das hat halt echt entsprechende Aufmerksamkeit dann gebracht. Darauf beruhen quasi unsere ganze World of Subways-Serie, auf diesem einen Mod für den Microsoft Train Simulator. Ja, das ist immer so aus TML Studios eigentlich dazu gekommen, Videospiele, sprich eigentlich Simulatoren zu machen. Und das erste wirkliche, der ersten vollwertigen Simulator, der entwickelt worden ist, das war, so viel ich weiß, wirklich der Bus Sim New York. Ich glaube, das allererste Spiel, was TML Studios gemacht hat, das war sogar ein Adventure gewesen. Sunrise haben wir entwickelt damals, beziehungsweise TML Studios. Das ist noch lange vor meiner Zeit. Das ist ein komplettes Point-and-Click-Adventure mit abgerenderten 3D-Grafiken, was wirklich sehr, sehr, sehr lustig ist. Also extrem cooler Humor da drin. Das ist alles leider nur auf Deutsch. Hätten wir das auf Englisch, hätten wir es wahrscheinlich nochmal re-released auf Steam. Aber das ist was ganz anderes wie jetzt so ein Bus-Simulator. Wie seid ihr dann auf die Schiene gekommen, wenn ihr jetzt mit solchen Games, wie du gerade gesagt hast, angefangen habt? Was ja wirklich genau der Hintergrund war, Bus-Simulatoren zu machen, das kann ich dir leider gerade nicht wirklich hundertprozentig erklären. Aber ich glaube, das war damals auch schon Zusammenarbeit gewesen zwischen Aerosoft und TML Studios. Gab es ja davor schon schon Bus-Simulatoren, ich glaube sogar seit dem Desert Bus Simulator, oder Desert Bus hieß es, als ganz furchtbarer alter Simulator, furchtbar im Sinne von, dass die Schwierigkeit darin besteht, dass der Bus immer permanent nach rechts driftet und man immer gegenlenken muss. Eigentlich ist die Strecke gerade. Ja, darauf beruht es quasi alles, dass schon damals immer gerne Bus-Simulatoren entwickelt worden ist. Und Tom und Ela, das sind die beiden Geschäftsgründer von TML Studios, haben sich halt durchgesetzt und haben gesagt, wir machen das Ganze, wir machen einen Bus-Simulator zusammen mit euch, aber er muss in New York stattfinden. Weil New York ist einfach die Stadt schlechthin. Das damit haben sie weltweit, hat jeder Filmerfolg immer wieder mit dieser Stadt. Und das war so quasi der ausschlagende Punkt, das Ganze in New York stattfinden zu lassen. Und man muss auch obendrein dazu sagen, Tom ist ein sehr, sehr großer New York-Fan. Genau, da habe ich die nächste Frage und zwar hast du es jetzt schon ein bisschen angeschnitten, die Zusammenarbeit mit Aerosoft oder wie die hatten, genau. Und das war auch meine andere Frage. Ihr schafft das ja wahrscheinlich nicht aus eigener Kraft alles. Ihr arbeitet zwar hier im kleinen Betrieb sehr viel, würde ich mal behaupten, aber das Marketing vor allem wird ja wahrscheinlich dann in Zusammenarbeit mit anderen Firmen entstehen, oder? Ja, also Publishing-technisch und was das Marketing angeht, da arbeiten wir natürlich sehr eng mit Aerosoft zusammen. Das ist quasi der Part, der unser Publisher nimmt. Natürlich obendrein auch der gesamte Vertrieb. Also wenn ihr irgendwo Spiele und Simulatoren von TML Studios irgendwo in den Läden findet und in Fachgeschäften, brauche ich jetzt keine Namen zu nennen, dann ist das eigentlich immer über Aerosoft. Ja, genau. Wenn ihr quasi in der Hand habt, eine Box von unseren Simulatoren, dann ist das immer über Aerosoft. Die machen den gesamten Vertrieb nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Hierzu die Frage, warum habt ihr euch dann eigentlich für Aerosoft entschieden und warum nicht für jemand anderen? Weil es gibt ja bestimmt viele Publisher hier. Ja, es gibt natürlich relativ viele Publisher in Deutschland, muss man dazu sagen.
Die Publisher, die sich allerdings auf Simulatoren spezialisieren, das ist überschaubar in Deutschland. Und desto trotz muss man dazu sagen, wir haben ja auch mal nicht mit Aerosoft zusammengearbeitet, sondern mit Astragon. Und da haben wir auch einige Titel mit Astragon zusammen erstellt, haben uns dann aber wieder für die Zusammenarbeit mit der Aerosoft entschieden. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Okay. Dann habt ihr auch noch weitere Partner, die dann die Lizenzen hervorbringen, zum Beispiel MAN oder wie du vorhin gesagt hast, gehört ja vieles zu VW, glaube ich. Ja, ich glaube, so viel ich weiß, intern gehört dann eigentlich MAN zur Volkswagen-Gruppe, aber zur Volkswagen-Gruppe gehört so einiges. Wirklich, wirklich sehr viel. Nichtsdestotrotz haben wir sehr, sehr und auch langjährige Zusammenarbeit mit MAN, extrem gute Kontakte zu dem Hersteller und dadurch natürlich auch zu Neoplan. Also Neoplan ist die Zusammenarbeit mit Neoplan ist erst vor kurzem zustande gekommen und da war die Zusammenarbeit quasi nochmal, ich möchte sagen, einen Ticken besser, weil wir einfach nicht erwartet hätten, dass wir sogar 3D-Daten, also nicht unbedingt CAD-Modelle bekommen haben, aber auch wirklich ein sehr, sehr gutes 3D-Modell bekommen haben von Neoplan, auf dem halt dieser Neoplan Skyliner beruft. Und auch Neoplan war sehr, sehr zufrieden mit dem 3D-Modell, was wir dann erstellt haben, also der DLC Neoplan Skyliner. Ähnlich aber auch wie jetzt gerade vor kurzem VDL. VDL ist wirklich sehr zufrieden mit dem Futura FHD2, den wir gerade entwickelt haben, der jetzt hoffentlich, wenn alles klappt mit dem Hotfix, diesen Donnerstag dann für alle erscheinen wird. Und das für beide Simulatoren, Fernbussimulator und Tourist Bus. Genau, die nächste Frage ist, ihr entwickelt ja auch gerade neue Busse, hast du mir ja schon erzählt. Minibusse zum Beispiel, weiß nicht, ob man das verraten darf, aber ja. Und da habe ich mir dann so die Frage gestellt, wie aufwendig ist es eigentlich, so einen Bus zu erstellen? Jetzt vielleicht mal im Vergleich zu jetzt einem neuen Spiel wie The Bus oder sowas ähnliches. Es ist natürlich mittlerweile ein bisschen einfacher geworden, nachdem wir den ersten DLC Neoplan Skyliner entwickelt haben, was natürlich ein bisschen länger gedauert hat, um erstmal diese ganze Grunddynamik aufzubauen, dass man überhaupt einen DLC entwickeln kann, dass man von dem eigentlichen Fahrzeugen Ableitungen erstellen kann, was natürlich immer noch relativ günstig war beim Neoplan, weil er dasselbe Getriebe hat wie der MAN Lions Coach. Aber auch trotzdem, man muss irgendwelche Ableitungen machen, weil der Neoplan Skyliner ist nun mal kein Lions Coach, nicht 1:1 und verhält sich auch ein bisschen anders. Von daher, das alles, glaube ich, damals die gesamte Entwicklungszeit nicht effektiv gesehen, 6 Monate gedauert. Mittlerweile sind wir auf 3 bis 4 Monate runtergekommen. Wenn wir es zügig durchziehen könnten, dann wären es wahrscheinlich ja, 2 bis 3 Monate definitiv, die so ein DLC braucht. Wir reden aber jetzt schon wieder fast schon von effektiver Entwicklungszeit. Sowas zieht sich meistens dann doch in die Länge. Ja, dann braucht man dann Feedback für den Grafiker, der das Fahrzeug erstellt. Da müssen die Handbücher ordentlich durchgelesen werden, um das Fahrzeug auch wirklich genauso darzustellen. Lizenzen müssen eingeholt werden, Marketing muss vorbereitet werden und darum zieht sich das meistens immer so in die Länge. Und im Großen und Ganzen sind wir dann doch wieder bei 4 bis 5 Monaten, die so ein DLC dann braucht, bis er dann endlich mal zu kaufen ist und auch so funktioniert, wie er funktionieren soll. Ja, nur mal kurz als kleine Frage, welche Busse werden das denn sein? Kannst du uns da schon irgendwas verraten, außer was ich jetzt gesagt habe mit Minibus? Wir sind jetzt auf jeden Fall gerade am Arbeiten, mal abgesehen davon, dass jetzt gerade der DLC VDL Futura bald fertig wird. Nächster DLC, den wir veröffentlichen werden, werden Minibusse sein. Einer davon, der Minibus, das ist ein Coaster. Marke kann ich leider gerade noch nicht nennen, weil wir eventuell sogar die Markenlizenz, also wir sind gerade dabei, die Markenlizenz zu bekommen. Das ist ein älterer Coaster, den wir gerade entwickeln. Der wird kostenlos sein. Das heißt, wenn er keine Markenlizenz kriegen sollte, warum auch immer. Und selbst mit Lizenz wird er auch kostenlos sein. Okay, warum die Entscheidung? Warum kostenlos? Ja. Weil wir unseren Tourist-Bus ein bisschen pushen wollen. Finde ich cool. Also, weil aber auch die Community auch sofort danach gefragt hatte zum Release vom Tourist Bus. Oh, so ein Minibus wäre in diesen engen Straßen und Gassen vom Tourist Bus total praktisch. Darum auch jetzt schon die Freude bei einigen bei dem DLC VDL Futura, der aufgrund des 106ers, weil der so klein und kompakt ist, der kommt super durch diese ganzen engen Kurven durch auf Fuerteventura. Und so ein Minibus ist quasi wie so ein Van, damit kommt man, also wenn man damit nicht um die engen Kurven kommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Und du hast ja auch gesagt, der hat dann wahrscheinlich auch nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung bei 100, ne?
Der wird schneller fahren. Muss man gucken natürlich, müssen wir im Handbuch nachsehen, wie schnell er wirklich fahren kann. Vielleicht ist er doch auf 100 km/h begrenzt, aber wenn der schneller fahren kann, dann wird er natürlich auch schneller fahren können. Das gar hoffen sich wahrscheinlich einige. Ja, ich habe aber noch ein Fahrzeug vergessen. Das kann ich schon ankündigen, weil da sind wir eigentlich schon, was die Fahrphysik und das Gameplay angeht, schon viel weiter. Und zwar ein MAN Intercity sind wir gerade am Entwickeln. Das ist jetzt also das erste Mal, dass wir das jetzt öffentlich sagen, dass wir gerade an dem Bus arbeiten. Das ist ein Überlandbus von MAN und der hat auch ein anderes Getriebe als unsere bisherigen Busse. Darum hat es ein bisschen länger jetzt gedauert, den soweit fertig zu kriegen. Aber den werde ich euch später sogar zeigen können im Fernbus. Das ist cool. Und zwar, hast du ja vorhin schon gesagt, entwickelt ihr ja ein ganz neues Spiel gerade. The Bus. Das wissen auch schon viele und viele wollen ganz viele Infos. Das hast du mir im Vorfeld schon gesagt. Kann man noch nicht so viel zu verraten. Aber was kannst du uns schon verraten? Und vor allem für die Leute, die den Bus-Simulator, also The Bus, noch gar nicht kennen. Also erstmal für die Leute, die unser neues Projekt, was sich gerade noch in der Entwicklung befindet, gar nicht kennen. Wir arbeiten gerade an The Bus. Das wird ein Simulator sein, ein Stadtbus-Simulator, um genau zu sein. Das heißt hauptsächlich, eigentlich ausschließlich Niederflurbusse. Unter anderem haben wir das bereits schon die erste Alpha gezeigt zur Gamescom 2017 mit dem Scania Citywide LE. Mit Lizenz von Scania wohlgemerkt. Und in diesem Simulator, der in Berlin stattfinden wird, kann man unter anderem auf der Linie TXL fahren. Die Linie TXL in Berlin führt vom Alexanderplatz über den Hauptbahnhof bis hin zum Flughafen Tegel. Daher auch TXL, weil das die internationale Abkürzung ist für den Flughafen Tegel, TXL. Der Simulator wird aber noch weitere Strecken haben, wie zum Beispiel die 100 und die 200. Vierte Strecke sind wir auch noch am entwickeln. Wir müssen mal gucken, wie weit wir mit dieser Linie kommen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die zum Release fertig kriegen oder kurz nachträglich nach des Releases dann nachliefern, weil Hauptfokus ist momentan auf TXL, also Linien TXL und 200. Großes Ziel ist eigentlich so, einen geschlossenen Verkehr zu haben um den Bereich, um den Stadtteil Tiergarten. Und es soll ja auch einen Multiplayer geben. Da reißen sich auch viele drum. Das ist eigentlich so das ganz große neue Feature, dann, das wir dann entwickeln. Für die Firma als Milestone gesehen, dass dieser Simulator Multiplayer-fähig ist. Wirtschaftssystem haben wir ja bereits schon getestet im DLC Mannschaftsbus, aber natürlich dann auch ganz groß und exzessiv bis ins Detail mit Unterstützung von PDP. Hier auch nochmal Danke an das Team von PDP. Für die Arbeit am Wirtschaftssystem für den Tourist Bus. Auch The Bus wird ein kleineres, kompakteres Wirtschaftssystem haben, weil hier einfach der Fokus auf Multiplayer steht. Da wollen wir ganz klar uns darauf konzentrieren, dass das reibungslos funktioniert. Wird man dann am Endeffekt natürlich original Maßstab haben von Berlin 1:1. Das ist also nicht vergleichbar mit dem Fernbus Maßstab 1:10 oder mit dem Touristbus Maßstab 1:5. Hier haben wir wirklich Maßstab 1:1. Das ist die originale Strecke, so wie man sie dann zum Beispiel auf Google Street View sehen würde. So sieht man sie dann bei uns auch im Simulator. Und so wird das auch alles 1:1 nachgebaut. Wir waren vor einigen Jahren natürlich, ich glaube, 3 Jahre her, natürlich in Berlin gewesen, haben die gesamte Strecke beziehungsweise die gesamten Strecken abfotografiert. Das sind quasi so unsere Grundlagen für diesen Simulator und für die Strecken. Und hier und da ein paar Pickups machen wir dann eher über Google Street View, um zu gucken, wie das da gerade aktuell ist. Haben aber immer noch Kollegen, die immer noch in Berlin sind, oder ich zum Beispiel bin 2-mal im Jahr in Berlin und kann dann hier und da nochmal ein paar Fotos machen von der Strecke. Ja, und dann werden wir hoffentlich dieses oder nächstes Jahr einen coolen neuen Simulator haben. Dann die nächste Frage auch gleich zu The Bus. Wird es denn auch eventuell DLCs geben? Nicht schon geplant, aber vielleicht so im Gedanken. Also eins kann ich euch zumindest schon mal sagen. Wir haben ja jetzt daran gearbeitet, zusammen mit der Hilfe von Aerosoft, aber hauptsächlich auch mit der technischen Hilfe von Valve bzw. Steam, dass unsere DLCs vom Fernbus kompatibel werden mit dem Tourist Bus. Das bedeutet auch,
Und darum wahrscheinlich auch jetzt gerade der Wink mit dem MAN Intercity, weil das schon unser erster Überlandbus ist. Also nicht mehr ganz so hoch wie so ein Fernbus. Dass diese DLCs auch kompatibel sein können mit The Bus. Dass es jedem selbst überlassen ist, ob er jetzt einen Reisebus in The Bus fahren möchte. Ja, es gibt natürlich, oder in der MAN Intercity bietet sich natürlich absolut dafür an. Wenn man dann irgendwelche längeren Strecken hat außerhalb von Berlin, wenn man die dann nachbauen möchte oder wenn wir die nachbauen, aber auch so ein MAN Intercity mit dem Getriebe, das er hat oder auch mit der Bauweise im Allgemeinen, bietet sich auch für so eine Stadt wie Berlin an. Oh, dann haben wir eine andere Frage noch zum Fernbus-Simulator. Gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Du hast uns vorhin schon was gezeigt, das hat die Frage fast schon erüblicht. Ja, wir haben uns gefragt, ob es auch europaweit gehen wird, ob es jetzt dann aus Deutschland noch mehr rausgehen wird, bis auf dieses Schweiz-DLC bisher. Du hast uns ja schon vorher was gezeigt, kannst gerne was dazu sagen. Ja, genau. Und zwar, wie ihr alle schon wisst, gibt es bereits schon seit längerer Zeit den DLC Schweiz-Österreich. Wir sind gerade am Entwickeln für den, den DLC Frankreich. Und Frankreich ist wirklich ein grandioses Land. Wir freuen uns sehr, das endlich dann als DLC bzw. als Kartenerweiterung zum Fernbus hinzuzufügen, ist allerdings auch verdammt groß, wirklich riesig. Also man muss dazu sagen, mit der bisherigen Kartengröße, die wir haben am Fernbus-Simulator plus dem DLC Schweiz Österreich hinzu gerechnet, wenn wir jetzt noch den DLC Frankreich dazu entwickeln, dann verdoppelt sich die Kartengröße. Das ist wirklich, man muss sich das mal ein bisschen vor Augen führen oder andere Leute könnten das jetzt irgendwo in irgendwelchen Karten nachgucken. Das ist wirklich flächenmäßig die doppelte Menge an Karte. Hinzu kommen dann aufgrund dieser Größe werden wir 20 Städte hinzufügen bei Frankreich, beziehungsweise der DLC Frankreich wird 20 Städte enthalten. Ich habe jetzt schon öfter gehört von manchen Leuten, denen ich das schon erzählt habe, auch nur 20 Städte, das ist aber ein bisschen wenig, weil der Fernbus des Deutschland hat mittlerweile, dass wir da drin haben, ich glaube 50 Städte. Dann kommt noch Schweiz-Österreich dazu mit 11 Städten. Ja, da hat man also schon locker mal 61 plus Städte. Und dann kommt Frankreich nur mit 20 Städten daher. Man muss dazu sagen, das sind 20 Städte komplett über Frankreich verteilt. Das heißt, man kann von Süd nach Nord fahren, also von Perpignan bis nach Lille oder von West nach Ost, sprich zum Beispiel von Brest bis nach Grenoble. Oder Straßburg, das ist noch, glaube ich, noch westlicher. Diese 20 Städte werden alle samt originalgetreu nachgebaut. Das heißt also, der Stadtkern und die Route, die sind so originalgetreu wie nur möglich, soweit es halt der Maßstab erlaubt. Aber vor allem, alle Bushaltestellen sind original. Das heißt, die Bushaltestelle, die zu dem Zeitpunkt, wo wir das geplant haben und die Flixbus zu der Zeit angefahren hat, werden so nachgebaut. Und das ist ja das Coole, darauf kommt es ja an. Definitiv. Muss dazu sagen, Paris zum Beispiel wird natürlich Bestandteil davon sein. Es geht ohne Hauptstadt, geht es natürlich nicht. Die Stadt ist so groß, da haben wir zwei Haltestellen geplant. Fernbus-Simulator wird es eine der ersten Städte sein, die zwei Haltestellen hat. Ja, davon können wir euch später sogar noch was zeigen aus dem Editor heraus. Ja. Beziehungsweise ich werde den DLC mal bei mir in meinem Bild auf meinem Rechner mal starten. Dann kann ich euch auch mal die Landkarte. Das hört sich noch besser an. Die nächste Frage ist jetzt, die Spieler, also die User, werden ja wahrscheinlich ihre eigenen Meinungen zum Spiel haben. Und mich hat halt einfach interessiert, ob es da auch wie immer wieder Rückmeldungen gibt, ob ihr da Feedback bekommt oder ob es wirklich selten ist. Selten ist es garantiert nicht. Wir haben jede Menge Quellen, wo wir Feedback kriegen. Natürlich unsere Social-Media-Kanäle von Facebook, Instagram und Co. und hast nicht gesehen. Wir haben natürlich auch unser eigenes Forum, da kriegen wir auch jede Menge Feedback, aber auch vor allem auf Steam kriegen wir jede Menge Feedback. Das lesen wir auch alles. Da kriegt man wirklich unzensiertes Feedback, so wie die Leute gerade das schreiben. Ja. Ist manchmal weniger toll, wenn man natürlich negatives, unkonstruktives Feedback kriegt, aber es ist auch eher größtenteils konstruktives Feedback dabei, positives auch. Es ist immer mal schön, mal auch mal Lob zu bekommen, wenn man mal ein Update macht.
dass auch mal die Leute sagen, dass sie das Update gut finden und dass es jetzt alles besser läuft und so weiter und so weiter und man nicht immer nur die Schelle bekommt, was leider manchmal hier und da eher die Regel ist. Und das ist nicht nur in Bezug auf uns, ja, wir folgen natürlich auch unsere Kollegen, ja, andere Simulatoren entwickeln, bei denen ist es das Gleiche. Also man kriegt eher immer häufiger negatives Feedback als positives, aber das ist gang und gäbe, das ist überall in jeder Branche so. Das Feedback so weit, das setzen wir dann auch, wenn möglich, auch um. Ja, also da möchte ich das gerne nochmal betonen, auch gerade bei unserem Forum kriegen wir natürlich eher das Feedback von den Leuten wieder zurück, dass sie sich freuen, dass wir jetzt ihr Feedback umgesetzt haben. Ist natürlich auch immer so eine Planungssache. Wenn wir dann so ein Feature oder einen Fehler auf die Liste tun, dann dauert es natürlich, bis das nächste Update rauskommt. Ja, dass das dann auch korrigiert worden ist. Sowas hat manchmal ein bisschen, braucht ein bisschen länger Zeit und so viel Atem haben dann, beziehungsweise so viel Geduld haben manche Leute halt nicht und haben die naive Vorstellung, dass wenn sie das dann gestern reported haben, dass das nächste Woche korrigiert ist. Das ist bei weitem nicht so der Fall. Aber wir lesen uns nicht immer alles, aber sehr, sehr, sehr vieles durch und versuchen wirklich das meiste auch auf unsere Listen drauf zu tun, dass wir das abarbeiten und dann auch in den nächsten Updates dann korrigieren bzw. hinzufügen. Gibt es dann auch so selber von euch irgendwelche Sachen, die ihr verfeinern wollt, die ihr verbessern wollt, oder seid ihr so eigentlich zufrieden mit eurem Spiel? Zufrieden sind wir hier eigentlich nie, das muss man dazu sagen. Also gerade das Update 1.20 vom Fernbus hat nochmal gezeigt, dass wir nicht zufrieden sind mit dem Lichtsystem. Und wir sind seitdem wirklich sehr, sehr glücklich mit dem neuen Lichtsystem, was das an grafische Qualität bringt. Also es geht wirklich nur um Licht. Das klingt so einfach, ja? Aber es bringt wirklich so viel mehr. Und vor allem auch die Materialien, die wir neu eingestellt haben, mit den neuen Texturen, die wir jetzt auch hinzugefügt haben, gibt dem gesamten Spiel, das mittlerweile seit über 2 Jahren auf dem Markt ist, einen relativ komplett neuen Look. Aber man muss dazu sagen, ich bin ja schon länger hier, seitdem die Entwicklung vom Fernbus begonnen hatte. Und ich fahre mittlerweile ein paar Teststrecken, die ich regelmäßig fahre seit Release. Fahre die seit kurzem wieder und denke mir so, das sieht jetzt alles wirklich sehr viel anders aus, sehr viel besser. Und das ist wirklich so, es ist irgendwie so eine Kleinigkeit. Ja. Scheinbar nur neue Vegetation, nur neue Texturen, nur neue Materialien und nur ein neues Lichtsystem. Wir haben da schon öfter dran geschraubt am Lichtsystem, aber ich glaube, diesmal haben wir es wirklich hingekriegt. Mal abgesehen davon, natürlich sind wir nicht zufrieden mit der, hundertprozentig zufrieden mit der Fahrphysik, die wir haben oder mit der KI, die wir haben. Also gerade im Speziellen die Fahrzeug-KI, beziehungsweise die Verkehrs-KI. Da werden wir immer wieder dran arbeiten. Wenn wir eine nennenswerte Verbesserung haben, möchten wir natürlich auch, dass die Community das mit einem Update hat. Und ich möchte sagen, 20 Updates für den Fernbus. Ich kann mich noch daran erinnern, kurz nach dem Release vom Fernbus haben viele von den Usern gemeint, wir updaten unsere Spiele nie. Halbes Jahr später haben wir es immer noch geupdatet, ein Jahr später, jetzt über 2 Jahre später updaten wir den Fernbus immer noch. Ich glaube, wir haben das jetzt endgültig mal klargestellt, dass wir ab sofort unsere Produkte korrigieren und Updates versehen. Soweit wir es können. Was halt echt schade ist. Ich kriege ab und zu immer noch E-Mails von ein paar Usern, die gerne Updates hätten für World of Subways. Was leider technisch einfach nicht mehr möglich ist, aufgrund der Engine, die wir damals benutzt haben, die mittlerweile eingestellt worden ist. Damit es vielleicht für die Leute nachvollziehbarer ist, Microsoft hat Havok aufgekauft. Und Havok hatte die Rechte an der Vision Engine. Nun hat dann aber Microsoft die Vision Engine eingestellt, aber Havok Physics, Gott sei Dank, gibt es immer noch. Weil Havok Physics ist wirklich eine sehr gute Physik Engine. Da es aber leider jetzt keinen offiziellen Support mehr gibt für diese Vision Engine, auf der nun mal viele World of Subways-Teile beruhen, können wir für diese World of Subways-Teile leider keine Updates mehr rausgeben. Aber ist halt auch schon ein bisschen länger her, ne? Also das muss man dazu sagen, ist natürlich jetzt sehr viel länger her. Insofern konzentrieren wir uns auf die aktuelleren Titel, ja, leider. Genau, da haben wir die Sache mit dem Schadensmodell. Ja, es ist ja oft so, es gibt auch, habe ich ja genug gesehen, auf YouTube-Videos, wo Leute halt nicht ernst fahren, sag ich mal, sondern ein bisschen so spaßmäßig, ein bisschen locker, ja. Ich wollte nicht wissen, wie ich fahre, wenn ich privat teste.
Und ich finde immer, das Schadensmodell, es ist ja nicht mal so ein, ich weiß nicht, man fährt halt einfach rein und es passiert ja fast gar nichts, würde ich jetzt mal sagen. Also ja, es ist nicht spürbar oder das Fahrzeug verändert sich nicht dadurch oder so. Habt ihr da irgendwie vor, da was zu verändern oder warum habt ihr es bisher noch nicht gemacht? Daran werden wir wahrscheinlich, also an einem visuellen Schadensmodell werden wir sehr wahrscheinlich nichts ändern dürfen. Das ist aufgrund der Lizenzen, die wir haben mit den Markenherstellern. Ja, ich weiß, bei manchen Rennspielen zum Beispiel, die haben durchaus Schadensmodelle, die haben dann aber auch erweiterte Lizenzen, dass sie das dürfen, beziehungsweise auch eine wirklich nennenswert größere Community, die das fordert. Wir haben etwas kleinere Communities im Vergleich zu diesen großen Titeln. Da gibt es einfach mal die Lizenzmodelle, die wir haben, nicht her. Beziehungsweise die Fahrzeughersteller sehen das natürlich immer noch ungern, wenn man dann ihr Fahrzeug kaputt fährt. Eben, du sagst es auch schon, manche Leute fahren ja, ohne Blatt vorm Mund wie die gesenkte Sau. Ja. Ich persönlich fahre auch jetzt nicht gerade einwandfrei, wenn ich mal hier und da mal was teste. Aber sieht natürlich so ein Fahrzeughersteller, der einem eventuell sehr großzügig die Lizenz zur Verfügung stellt für die eigenen Fahrzeuge, nicht sehr gerne, wenn irgendwelche Leute dann das Fahrzeug dann kaputt fahren und das auch noch dann irgendwie in Videos öffentlich stellen auf YouTube und Co. Macht natürlich jetzt nicht so groß was her, deswegen werden wir sehr wahrscheinlich das nicht ändern. Wenn wir ein Schadensmodell haben in Zukunft, wird es sehr wahrscheinlich sein, so wie ein Mannschaftsbootsimulator, dass das halt einfach per UI gelöst ist. Das heißt? Dass es in der UI-Grafik schematisch zu sehen ist, welcher Bauteil jetzt irgendwie so und so viel Schaden hat. Eine letzte Frage und dann habe ich noch ein paar Vorschläge für euch. Die letzte Frage ist, wie stellt ihr euch jetzt die Zukunft vor? Also DeBus ist ja in Entwicklung. Was kommt danach? Kommen noch mehr Simulatoren? Kommt was ganz anderes mal? Oder wie geht's weiter? Habt ihr schon irgendwelche Vorstellungen? Vorstellungen haben wir natürlich auch, wir haben jede Menge Pläne, was die Entwicklung angeht nach DeBus. Kann ich leider jetzt im Detail noch nicht dazu wirklich eingehen. Das werden wir dann so ein Lauf wahrscheinlich Ende diesen Jahres, im Laufe nächsten Jahres werden wir es dann ankündigen, was wir als nächstes planen. Wird aber auf jeden Fall im Bereich Simulator bleiben, das kann ich euch garantieren. Also wird weitergehen so? Ja, quasi geht weiter wie bisher, in Anführungszeichen möchte ich dazu sagen. Wenn es nach uns gehen würde, wir würden natürlich gerne mal ein anderes Spiel machen. Definitiv, also ich kenne da Tom, der würde definitiv gerne mal, keine Ahnung, irgendwas, was natürlich passen würde. Jetzt haben wir natürlich die Erfahrung gesammelt mit Open World durch den Wärmesimulator. Ash selbst spielt gerne Open World Survival. Hat dafür auch schon ein paar Ideen. Aber wir müssen mal gucken, wann wir die Zeit dafür finden und das Budget haben, dann auch sowas zu entwickeln. Das war's mit den Fragen. Wir sind durch. Du hast es überstanden. Sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Das freut mich und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns noch ein bisschen das restliche Studio an, zeigst uns noch ein bisschen was, ich freue mich.